Willkommen beim Weltkongress, willkommen bei Let's Splinter und unseren Australiern. Und in der letzten Folge haben wir beim Weltkongress gestoppt, in dem wir nun einsteigen wollen. Hier ist zunächst zu wählen, ob man doppelte Punkte für eine große Persönlichkeit erhält oder keine Punkte verdient werden. Zwei Spieler tendieren zu der Verdopplung von Punkten, das tue ich auch, und wir haben momentan eine einzige Möglichkeit, denn wir verdienen, was heißt eine, wir können auch Händler nehmen, aber der Wissenschaftler würde uns wirklich helfen, zumindest zum jetzigen Zeitpunkt, weshalb wir da auch mal ein wenig mehr rein investieren. Und was die Duplikate in Bezug auf Annehmlichkeiten betrifft, sind wir trüffelversiert und werden da auch mal ein wenig was rein investieren. Viel mehr gibt es an der Stelle nicht zu tun. Und wir schauen, ob uns irgendein Schachzug gelungen ist. Vier Spieler sind noch unbekannt, sehe ich in dem Zusammenhang. Keine Punkte werden verdient beim großen Admiral. Insofern haben wir hier gar nichts gewonnen. Und das Räucherwerk gewährt keine Annehmlichkeiten. Haben einen Theaterplatz mit einem Start-Nachbarschaftsbonus von 3 Kultur oder mehr fertiggestellt und bekommen dafür wunderbar 3 Zeitalterpunkte. Das ist gut, denn wir haben noch 9 Runden und brauchen jetzt nunmehr noch 3 und vorher 6 Zeitalterpunkte. Das wäre schwierig geworden ohne. Wir hauen hier noch einen Bezirk raus und haben gerade noch einen Punkt bekommen, da wir in Gelang entsprechend den Theaterplatz fertiggestellt haben. Das wird eng, aber es sollte eigentlich reichen. Den geben wir mal wieder in die Stadt zurück. Hier stellt sich tatsächlich die Frage, Amphitheater oder Universität. Ich glaube, dass wir zunächst die Universität bauen. Denn das Amphitheater könnten wir vermutlich auch kaufen. Das würde ich jetzt auch machen mit dem Gold. Wir verdienen gut Gold und sollten uns gleich ein bis zwei Handwerker holen. Aber das wird jetzt hinzugekauft. Taruga hat Simon Bolivar den Krieg erklärt. Ja, und hier in Newcastle holen wir uns tatsächlich einen relativ großartigen Bonus an Nahrung, was die Stadt schneller wachsen lassen wird. Gerade mal schauen, welche Felder hier bewirtschaftet sind. Das Luxusgut, was natürlich mit einer Plantage belegt ist. Hier gibt es noch Optimierungsbedarf. Allerdings will ich erst die Karte einstellen für die Handwerker, bevor ich hier alles modernisiere. Das wird im nächsten Moment geschehen. Im nächstmöglichen Moment zumindest. Tja, hier könnten wir natürlich abwarten, bis die Bevölkerung auf 10 ist, um den Boost hier oben mitzunehmen. Bei der öffentlichen Verwaltung. Da bräuchten wir jetzt aktuell noch 3 Runden. Die haben wir auch hier und könnten genauso schnell dann die Politikkarte wechseln. Und dann in 8 Runden durch den Boost die öffentliche Verwaltung fertigstellen. Und schon mit den Mittelaltermärkten beginnen. Das machen wir. Die Frage ist, was ist uns wichtiger? Plündern aus Küstenraubzügen, Produktion für Lager- und Hafenbezirke, modernisierte Eisenressourcen liefern pro Runde eine zusätzliche Ressource als Ertrag. Wir gehen auf die Militärausbildung.
holen die öffentliche Verwaltung über den Boost. Und die Mittelaltermärkte werden dann nach hier oben entsprechend angegangen. Das sollte, ja, das ist direkt möglich und benötigt nicht die öffentliche Verwaltung. Hier zerstören wir dieses Schiff und setzen einen Block, weil er hier oben hin abgehauen ist, für die Quadrime, die gleich versucht, an Land zu zerstören. Unser Siedler kommt hier an. Ja, und jetzt gucken wir uns das hier das Ganze nochmal an. Also, was diese Stadt hier natürlich wirklich, wirklich lohnenswert macht, ist die Tatsache, dass sie wunderbar durchkreuzt werden kann, inklusive dem Fluss, der für einen Hafen und einen Handelsbezirk massive Boni bereithält. Wohingegen hier in dem Bereich die Felder natürlich der Wahnsinn sind, die drumherum liegen. Wir hätten eine Stadt an einer Klippe, hätten sofort die Möglichkeit, mit der Handwerkerkarte einen Handwerker zu kaufen, der 5 Felder bearbeiten oder verbessern kann. Das wäre das Luxusgut. Das wären die Bananen hier und hier. Das wäre dieses Feld. Und es wäre dieses Feld. Und die Perlen im Norden sind auch schnell dazu kaufbar. Sodass hier immer noch mit einem Bezirk hantiert und gearbeitet werden könnte. Und wir natürlich mehr Möglichkeiten haben, hier oben in dem Bereich eine weitere Stadt zu setzen und nicht zu nah dort dran zu sein. Ich entferne mich hier von dem Gedanken, eine Stadt zu bauen, setze ein Kanalbezirk, nur dass wir daran schon mal denken, und können schon mal ein Dreieck bilden, indem wir sagen, dass hier ein Hafen entsteht. Oh, das war Quatsch. Ein Handelszentrum und hier der Hafen. Ein schönes Dreieck hier, was uns keine Ressourcen und Bonusressourcen torpediert. Und dann gründen wir hier in der nächsten Runde die Stadt, die dann 1, 2, 3 Felder wunderbar hier angeschlossen wird an Newcastle. Das ist tatsächlich wirklich großartiges Land für uns. Wow. Und da oben ist jetzt aber auch tatsächlich die Hölle los. Hier verbessern wir die Galeere und gucken mal, inwiefern die Schiffe sich abarbeiten und ob sie sich günstig positionieren. So, ich freue mich wahnsinnig auf diese Stadt und möchte ihr sofort einen Namen geben. Gibt einen Zeitalterpunkt, denn hier wurde höchstens 2 Geländefelder von einem Fluss entfernt platziert, der über die Ufer treten kann. Es ist Perth. Allerdings bin ich mit dem Namen nicht sofort einverstanden und werde mir da was überlegen. So, in der nächsten Runde ist die Militärausbildung fertig. Wir ändern die Politik und holen uns Handwerker mit 5 Aktionen und gehen hier zunächst aufs Monument.
Da gibt es keinen Bonus für den Hafen, sehe ich gerade. Die Karte wird trotzdem wieder gesetzt. Und hier sind wir mit unserem Bogenschützen nun angekommen beim Bonusdorf. Super, und die Einheit wurde geheilt. Immerhin. Die wird nun den Weg antreten, um über sicheres Land dieses Barbarendorf im Zweifelsfall hochzunehmen. Uns fehlen noch 3 Punkte in 7 Runden, um das dunkle Zeitalter zu vermeiden. Das sollte doch drin sein, zumal jetzt in der nächsten Runde hier ein Bezirk fertig wird. Ich glaube, dieses Manko, dass wir kein göttliches Vorbild besitzen, schmeißt uns Jayavarman der Siebte regelmäßig um die Ohren. Wir ignorieren es gekonnt. Wow, das haben sie Wenn tatsächlich das ziemlich. Töten natürlich ist, wieso müssen Menschen dann eine Ausbildung machen, um es zu lernen? Ziemlich geschickt gemacht dort oben. Das sehen wir uns gleich mal an. Ja, wie gesagt, wir haben jetzt hier die Möglichkeit, Reiterbefehle als Militärpolitikkarte zu setzen. Die Zeusstatue wäre möglich als Wunder. Wir gehen allerdings ganz klar auf die Leibeigenschaft und holen uns, wenn möglich, müssen wir mal schauen, 2 Handwerker. Die Wissenschaftler bleiben und die Einflusspunkte auch. Loyalität brauchen wir gerade nicht. So, er hat es überlebt. Er wurde dreifach attackiert, wenn ich das richtig gesehen habe. Er kann auch nirg... Doch, er kann natürlich nach hinten flüchten, was er auch tut, um nicht drauf zu gehen. Und hier greifen wir dann. Ah, ich würde natürlich gerne hier stehen bleiben und angreifen, weil dann nur ein Schiff kommen kann. Ja, das machen wir auch. Vermutlich fühlen sie sich zu stark. Wir hauen mit dem ab nach Hause. Haben einen Zeitalterpunkt bekommen. Und Victoria hat den Mahabodhi-Tempel abgeschlossen. Ja, in der Ausrichtung hatten wir gesagt, wir gehen nun Richtung Mittelaltermärkte, weil wir den Boost für die öffentliche Verwaltung bekommen, sobald Melbourne in 5 Runden 10 Bevölkerung erreicht. Und das wird zügig gehen. Ja, und in Newcastle haben wir tatsächlich die Möglichkeiten, einen Campus wieder neben einem Vulkan zu errichten. Plus 6. Das ist Wahnsinn. Hier plus 3, da ruinieren wir uns allerdings die Bonusressource. Ja, und jetzt stellt sich letzten Endes die Frage, ist es Zeit für ein Schutzgebiet? Na, ist es aber wahrscheinlich doch noch nicht ganz. Da ist keine allzu günstige Fläche. Wir könnten den Leuchtturm setzen. Handelszentrum gibt hier auch. Das ist ja Wahnsinn. Das ist hier plus 5. Allein plus 3 durch die Anziehungskraft des Geländefeldes. Das ist der Bonus von Australien. Der ist wirklich super. Und 2 wegen dem angrenzenden Hafenbezirk. Frage ist allerdings, lohnt es sich? Aber wir sind noch zu produktionsschwach, hier 50 Runden das Mausoleum zu setzen. Gerade mal schauen, ob wir sehen, ob das irgendwo überhaupt gebaut wird. Mausoleum von Halikarnassos? Nee. Zumindest nicht in unserem Sichtbereich. Ich gehe auf den Leuchtturm. So, und hier wird nun der erste Handwerker gekauft, der, man sieht es hier, 5 Aktionen hat, was wirklich super ist. Hier werden wir alles Mögliche modernisieren können. Und die Stadt wird sehr schnell wachsen anhand der Erträge.
zweite Handwerker kommt gleich hinterher. Den werden wir in Newcastle kaufen. 340, das wird in der nächsten Runde wohl noch nicht ganz langen. Können wir aber sicherlich irgendwas Kleines verkaufen, um es dann direkt zu tun. Vielleicht können wir das auch direkt. Können Freundschaft mit Jayavarman dem 7. schließen. Mal schauen, ob wir irgendwas losbekommen. Um vielleicht jetzt schon den zweiten Handwerker zu holen. Wobei das nicht zwingend notwendig wäre. Ja. Hat eh nur 37. Ne, wir brechen das ab und haben hier die Zeit, gleich noch weiter zuzuschlagen. Schauen hier oben weiter auf die Schlacht im Meer. Ja. Die Losung ging zwar auf. Nur ein Zeitleiterpunkt für die Kartografie. Nicht jeder, der wandert, ist verloren. Fischerbootmodernisierung plus 2. Das ist sehr günstig gewesen, denn wir haben so einige Fischerboote. Zeig die gerade mal an. 1, 2, 3, 4, 5. Alleine 6 in unserem Reich. Und die geben richtig Gold. Also wir haben jetzt hier 2 Nahrung, 5 Gold. Und das schlägt sich insofern nieder, als dass wir jetzt sofort, obwohl es eigentlich nicht reichen sollte, den nächsten Handwerker kaufen können. Und der kann weitere Fischerboote setzen und Felder modernisieren. Hier oben allerdings kommen wir nicht wirklich weit. Und verstecken uns wieder weiter weg. Ein Unwetter, das sich nach Osten bewegt. Das wird uns also nur bedingt treffen. Allerdings ist unser Speer gefährdet. Der macht sich somit nochmal zurück. Und wartet das Unwetter ab. Er ist für 350 nach Christus natürlich wahnsinnig gut ausgebildet, dass er das Unwetter hier schon kommen sieht. Und Queen Victoria hat dem Vietnam erneut den Krieg erklärt, samt aller dazugehörenden Stadtstaaten. Wow, und Simon Bolivar hat das Kolosseum fertiggestellt. Zu einem sehr frühen Zeitpunkt, wie ich finde. Das damit auch schon aus dem Spiel ist. Kartografie ist durch. Und jetzt gehen wir mit dem Boost und holen uns Steigbügel. Zumal diese dafür sorgen, dass wir das Bankwesen zeitnah holen können. Der Handwerker fängt an, und zwar da, wo das Feld aktuell bewirtschaftet wird. Wir haben noch einen Zeitalterpunkt zu holen in 5 Runden, das sollte machbar sein. Der Kanadier Wilfried Laurier möchte tauschen. Er bietet uns Pferde und er bittet Eisen. Das können wir gerne mal machen. Hier setzen wir das Jagdlager. Ja, wahnsinnig gutes Feld zu Beginn. 3 Nahrung, 3 Produktion, 3 Gold. Und immer noch 4 Aktionen. Super. Und so kämpfen wir uns voran. Das Unwetter zieht weiter Richtung Osten. Und wir können uns langsam, denke ich, hochtrauen. Ich wollte da nur nichts riskieren. Ja. Hier fahren wir auf die See mit unserem Handwerker. Mit dem zweiten. Gerade mal schauen, was hier unten los ist. Man vernachlässigt doch tatsächlich seine Hauptstadt, in der mittlerweile 8 Bevölkerung
vorhanden sind, super, können die festmarkierten Bürger auch mal gelockert werden. Das sieht aber alles sehr gut aus. Da oben die Universitäten, die gebaut werden. Mergen ухаан хийгээд хүч чадалч нь зангидсан гар луга нэгдмэл аж. Kublai Khan würde ich gerne mal zum Tee trinken einladen. Ein sehr netter Mensch, der uns sehr wohl gesonnen ist, obwohl er unendlich weit entfernt ist. Und hier kommt jetzt die Galeere an. Die Frage ist, ob unser, ja, unser Bogenschütze hier was ausrichten kann. Sehr gut. Hier können wir die erste Modernisierung setzen. Hier können wir die Bonusressource anschließen fahren. Ein Unwetter, das nach Südosten zieht, das ist für uns relativ egal. Das Unwetter im Norden ist vorbei. Somit kann der Speer hier durch und gleich im Landesinneren hier oben weiter erkunden. Wie sieht es eigentlich aus? Ne, hier oben ist der Kontinent Nuna. Das hier ist leider alles Amerika. Das ist schade. Ja, und wir sind hier natürlich genau an der Grenze zu Asien. Geht allerdings sehr strack hier durch. Hier nähern sich Barbaren, die haben wir schon befeuert. Und das Kilwa Kisiwani ist abgeschlossen. Hier wird ausgeheilt. Das Barbarenschiff entfernt sich wieder. Vulkanausbruch. In dem Zusammenhang ein kurzer Check, wie es unserem Reiter geht. So langsam aber sicher erholt er sich. Das Unwetter wütet weiter. Und unser Bogenschütze versucht vorwärts zu kommen. Sehr schön. Melbourne wächst und seine Bewohner sind stolz auf die blühende Metropole. Wir haben die Bevölkerung auf 10 gepusht, was Folgendes auslöst. Wenige Erfindungen waren so einfach wie der Steigbügel, aber kaum eine hatte einen dermaßen katalytischen Einfluss auf die Geschichte. Lauter Papiere und Formulare. Der ganze Staatsapparat ist wie eine Festung aus Papieren, Formularen und Regeln. Nämlich genau das. Die öffentliche Verwaltung durch den Boost. Allianzen sind nun möglich. Und ich sehe gerade hier oben, dass die Freundschaft mit Kublai Khan erneuert werden muss. Ja, und das bedeutet natürlich, übrigens Zivilprestige noch zur Verfügung, etablierte Gouverneure mit mindestens 2 Beförderungen, 1 Annehmlichkeit, 2 Wohnraum und 1 Annehmlichkeit für Städte mit Garnisonseinheit. Wir haben ein paar Städte besetzt. Aber hier ändern wir nun erstmal wieder die Leibeigenschaft weg und gehen Richtung Seefahrtsinfrastruktur. Holen uns noch ein bisschen mehr Gold. Wobei ich überlegt hatte, das müssen wir gerade mal noch schauen, hier in einer Runde, ich wollte noch einen Siedler raushauen. Dann machen wir es doch anders. Dann nehmen wir die Kolonisierung rein. Und setzen hier schon mal einen Siedler in die Liste. Holen uns hier den Freundschaftsstatus zurück. Und verkünden noch die ersten Allianzen. Mit Queen Victoria. Ah, sie ist natürlich nicht gut auf Simon Bolivar zu sprechen. Und er erscheint mir da oben. Gerade mal schauen. Ja, sie ist stärker.
Ja, dann machen wir mit ihr nämlich. Wobei, ob wir wirklich nochmal einen Krieg anfangen. Wir sollten mit ihr. Das ist sehr nah. Eine kulturelle Allianz machen. Sie möchte dafür Geld, aber nur sehr wenig. Das bekommt sie. Dann werden wir mit Kublai Khan eine Militärallianz schließen, weil der ist eh zu weit weg, als dass es irgendwas über Handelswege gibt. Können wir da noch Gold rausholen? Ja, wir holen uns das zurück, was wir der Engländerin zahlen müssen. Und mit den Khmeren machen wir eine eine Wirtschaftsallianz. Die Wissenschaft brauchen wir nicht. Er will 2 Gold dafür, die bekommt er. Und damit sind die Allianzen erledigt. Der diplomatische Dienst bekommt die Inspiration, denn wir haben eine Allianz. Und an der Stelle sage ich Tschüss. Und bis zur nächsten Folge. Abo, Kommentare, nächste Folge schauen. Viel Spaß dabei.